Meine Normalität bedeutet nachts, wenn es dunkel ist, zu schlafen und tagsüber, wenn es hell ist, wach zu sein. Was würde passieren, wenn ich von einem auf den anderen Tag diesen für mich normalen Rhythmus umdrehen würde? Wie würde sich ein Leben in der Dunkelheit gestalten, ohne dabei auf zusätzliches Licht zurückzugreifen? Wie wirkt eigentlich Licht, wenn es kaum noch vorhanden ist? Mit dieser Motivation begebe ich mich für 5 Nächte in eine Hütte im Wald und werde herausfinden, dass die Dunkelheit facettenreicher ist, als ich zuvor annahm. Um meine Erlebnisse am nächsten Tag Revue passieren zu lassen, berichte ich darüber in Form von Interviews nach jeder überstandenen Nacht. Ich muss sagen, ich fühle mich sehr unwohl, auch mit dem Gedanken daran, dass ich die nächsten für mich Tage in der Dunkelheit verbringen werde. Und das ist für mich einfach kein so schöner Gedanke, weil ich das Leben im Licht doch sehr gerne mag. Und ich bin vor allem sehr gespannt auf das Nachtleben draußen. So sieht das übrigens aus, wenn ich durch die Wohnung irre. Ich benutze nur Rotlicht. Und dementsprechend kann ich natürlich auch nicht so viel sehen. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, die Wanderung geht jetzt los. Wir reiten jetzt hier mal diesen Waldweg hoch. Und so richtig einschätzen, ob das jetzt waghalsig ist oder nicht, kann ich zurzeit leider auch noch nicht. Ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen auf dem Trip einfach gerade durchzulaufen. Und auch möglichst wenig rechts und links zu gucken. Und zudem finde ich es auch unheimlich. Oder finde ich zumindest den Gedanken sehr unheimlich, dass ich selber so viel Lärm mache, dass ich gar nicht hören kann, ob irgendwo sich was bewegt. Also das Mondlicht definitiv hell, aber es bietet einem nicht die Möglichkeit, Sachen besser oder eindeutiger erkennen zu können. Man kann sie dadurch nur besser vermuten. Ich sehe schon meine Hütte. Und meine Hütte sagt, die Sicherheit kehrt zurück. Ein zusätzlicher Faktor sind auch die Geräusche nachts, die das Ganze noch unheimlicher machen. Denn nachts ist so der Grundpegel von Geräuschen sehr reduziert und kleine Geräusche sind sehr prägnant. Wenn ich dann also nachts unterwegs bin und ein kleines Geräusch höre, dann frage ich mich halt direkt, was könnte das jetzt sein? Muss ich mich entfernen? Und dementsprechend ist halt auch wegen der Geräuschkulisse die Alarmbereitschaft so hoch. Irgendwas schleicht hier durch den Wald. Das sind Wildschweine. Man hört es sehr gut. Der Nachbar hat gerade davon erzählt. Und zack sind sie da. Die Situation mit den Wildschweinen heute Nacht war schon sehr beängstigend.
Ich stand jetzt zwar nicht direkt vor dem Wildschwein, aber ich wusste, so ein paar Meter entfernt ist das Wildschwein oder sind die Wildschweine und könnten theoretisch auch rüberkommen, was mich dann dazu verleitet hat, ins Haus zu gehen. Gerade ist es so, dass dieser neue Schlafrhythmus mich sehr von dem eigentlichen Experiment abhält, dass diese Nebenwirkungen dadurch so groß sind und sich auch so doll auf meinen Körper auswirken, dass ich mich nicht wirklich auf die Dunkelheit bzw. die Nacht konzentrieren kann. Zusätzlich verschlechterte sich abrupt das Wetter. Die kälteren Temperaturen und der Regen zwangen mich, in der Hütte zu bleiben, wodurch sich mein körperlicher Zustand auch nicht gerade besserte. Ich kenne die Hütte jetzt nicht so gut, aber ich weiß, dass es nicht die neueste Hütte ist, vielleicht auch nicht die dichteste Hütte. Ich hoffe einfach, dass es nicht durchregnet und dass alles standhält. Im Morgengrauen hörte ich erstmals das Bellen bzw. das sogenannte Schrecken eines Rehs, kurz bevor ich schlafen ging. Doch die darauffolgende Nacht, für andere der Tag, verlief nicht so erholsam wie gedacht. Leider hat das Experiment einen neuen Tiefpunkt erreicht. Ich konnte das Experiment nicht so weiterführen, wie ich mir das gedacht hatte, da mein Kreislauf nicht mehr zurechtgekommen ist. Ich habe mich übergeben, durchgängig leichte Kopfschmerzen. Ich bin übermüdet, weil ich nicht richtig schlafen kann tagsüber. Und dementsprechend musste ich einen Notstopp einlegen und bin nachts schlafen gegangen. Und dementsprechend bin ich jetzt aus meinem Rhythmus, den ich eigentlich haben wollte, raus. Ich habe mich dazu entschieden, dass wenn mein Körper nicht besser mit der Situation zurechtkommt in den kommenden Tagen, dass ich das Experiment abbrechen werde. Die gesamte Reise, die ich bisher gemacht habe, ist sehr spontan verlaufen. Sprich, alle Planungen, die ich vorher unternommen habe, an denen kann ich mich zwar orientieren, aber nie hundertprozentig darauf zurückgreifen. Trotz des Schlafmangels und der gesundheitlichen Beeinträchtigung hielt ich mich an meinen Plan und versuchte wieder in den ursprünglich angedachten Rhythmus zu finden. Es fiel mir nicht leicht, meinen Alltag nachts gleichermaßen zu durchleben wie am Tag. Die Küche in der Hütte war nicht funktionsfähig, weshalb ich zum Kochen jede Nacht ins nahegelegene Elternhaus ging. Beim Essen habe ich gemerkt, dass dadurch, dass man keine Farben erkennt, das Essen sehr unappetitlich aussieht. Nachts zu essen ist demnach kein schönes Erlebnis und
Ich würde auch behaupten, dass es sich auf den Geschmack auswirkt, dadurch, dass man nicht richtig sehen kann, was man isst. Es ist jetzt 3:30 Uhr morgens. Wenn ich nichts tue, werde ich extrem schnell müde, weil vermutlich die Dunkelheit mir auch signalisiert, jetzt solltest du eigentlich schlafen und ich mich schon so ein bisschen zwingen muss, auch wach zu bleiben, obwohl ich jetzt in einem neuen Rhythmus auch drin bin. Körperlich ist nachts wach sein viel anstrengender als tagsüber wach sein, weil man sich noch viel mehr auf die Dinge konzentrieren muss. Die Augen müssen sich noch viel mehr anstrengen, um Dinge zu erkennen, wahrzunehmen. Nach einer erstaunlicherweise gut überstandenen Nacht legte ich mich vor dem Schlafengehen noch einmal auf die Lauer, um die Wildschweine vielleicht sogar im Licht des Morgengrauens anzutreffen, diesmal aber vorbereitet zu sein. Durch die Begegnung mit den Wildschweinen wurde mir wieder klar, dass ich gerade eine Sicht auf die Welt habe, die ich so zuvor noch nie hatte. Ich war noch nie so viele folgende Tage aufeinander nachts wach und vor allem nicht in der Dunkelheit ohne Benutzung von zusätzlichem Licht. Zudem sehe ich meine Heimat, weil ich hier groß geworden bin, auch nochmal aus einer anderen Perspektive, aus der ich sie zuvor nie gesehen habe. Ich hoffe, dass die Wolkendecke diese Nacht aufreißt und der Vollmond durchkommt. Meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Beim Mond hat sich's so angefühlt, als wäre der Mond so der Begleiter für die Nacht. Deswegen muss ich sagen, habe ich mich nicht so super alleine gefühlt, weil wenn gar nichts da ist am Himmel, nicht mal Sterne sichtbar, dann fühlt man sich schon sehr alleine. Diese Nacht habe ich mal den Versuch gestartet, Kerzen anzuzünden, um zu schauen, wie intensiv das Kerzenlicht ist und was es bei mir bewirkt. Für mich war es ein sehr toller Moment, weil ich wieder was sehen konnte. Also ich konnte wieder Farben erkennen. Ja, hatte dementsprechend direkt bessere Laune, weil ich die Sachen wieder zuordnen konnte. Ich konnte wieder mehr vom Raum sehen. Und das nur durch 4 Kerzen, die im Endeffekt relativ viel Licht erzeugt haben. Während der gesamten Nacht ohne Licht, also in der Dunkelheit, freue ich mich immer am meisten auf das Morgengrauen, weil das Morgengrauen bringt dann so das erste Licht zurück und ich kann wieder richtig was sehen und ich kann mich wieder bewegen, ohne irgendwie eine Angst zu verspüren oder eine Anspannung. Und das ist immer sehr entspannt, dann rauszugehen und in den neuen Tag zu starten sozusagen. Auch wenn ich dann schlafen muss, ist es trotzdem ein schönes Gefühl. Das Leben nachts in der Dunkelheit ist zwar nicht grundsätzlich langweilig, sondern eher sehr spannend, weil es viel zu entdecken gibt, auch vor allem viel zu hören gibt. Und doch ist das Leben in der Dunkelheit ohne Licht sehr einseitig, da viele Sinne eingeschränkt sind. Vieles bleibt einfach im Schatten, also auch im Verborgenen, was die Stimmung nachts sehr geheimnisvoll macht. Für mich hat sich die Nacht und die Dunkelheit nicht wie Leben angefühlt, sondern eher wie Überleben und Durchhalten und vor allem auf den Moment warten, in dem das Licht wieder zurückkehrt.